Ja, Olli, lieben Dank und schön mal auf der Bühne zu stehen, nicht als Moderator bei dir, sondern auch was vorzutragen und komm dem Ruf gerne nach. Und die Minute kannst du mir selber gerne klauen, weil du so viel Werbung für einen machst, was wir ja nicht machen dürfen. Dafür vielen Dank. Ja, zu Pia wurde schon vieles gesagt, nur noch mal ganz kurz, wo wir uns fokussieren, ist Deutschland und auch die Niederlande, was Investorenansprache angeht, auch in den Nordics und im deutschsprachigen Raum sind wir hauptsächlich für anglosächsische Investmentmanager im Bereich Immobilien und Infrastruktur aktiv. Ich glaube, einer der Schwerpunkte, die wir neben USA gelegt haben, ist eben das Thema Debt, so kam auch die Debt-Konferenz ins Spiel. Wir sind ein kleines Team in München und Frankfurt, mehr, glaube ich, muss ich dazu nicht erzählen. Ja, was Investoren suchen, wenn sie was suchen. Ich habe mal versucht, das ist eigentlich meine Lieblingsslide, die ich nutze bei Investmentmanagern, insbesondere aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen wollen, um mal den deutschen Markt zu erklären. Der regulierte deutsche Markt, wie der aufgebaut ist, nach Investorenart und nach Regulatorik. Rechts sehen wir alle Versicherer unter VAG, natürlich noch reguliert, aber in erster Linie Solvency II. In erster Linie die Lebensversicherer im Vergleich zu den meisten anderen größeren Märkten wie UK und USA, wo es die Pensionseinrichtungen sind, haben ja die Lebensversicherer hier die Pensionsverpflichtungen irgendwo ersetzt. Und der zweite Teil, mit dem wir uns viel beschäftigen, ist der Anlageverordnungsbereich, also Solvency I, Versorgungswerke, kirchliche Zusatzversorgungskasse, Pensionskassen insgesamt. Das sind auch die beiden Gruppen, mit denen wir uns am meisten beschäftigen. Natürlich gibt es den ganzen Depot-A-Bereich, Sparkassen, Volksbanken und dann die nicht regulierten Corporate-Rückversicherer, Stiftungen. Ich glaube, was vielleicht noch hier fehlt, was wir dazufügen müssen, ist der erste deutsche Staatsfonds, der Kenfo, der jetzt ja sehr aktiv geworden ist mit 24 Milliarden. Der ist, glaube ich, hier noch nicht abgebildet. Aber warum zeige ich das? Weil auch alle Anleger irgendwo anders, nicht nur aufgrund der Regulatorik, sondern natürlich auch der DNA ticken. Bei den Lebensversicherern oder bei den Versichern insgesamt spielt natürlich Solvency, also Risikokapital, eine riesige Rolle. Und somit, wenn wir mit Leiter Kapitalanlagen, CIOs sprechen, ist meistens das Thema gar nicht, finden wir Immobilien attraktiv, aber was ist unser Rechnungszins? Kriegen wir das nicht heute im festverzinslichen Bereich? Freie Liquidität geht dahin. Das hören wir, glaube ich, alle, die im Vertrieb sind, sehr viel. Im Bereich der Anlageverordnungsinvestoren sicherlich mehr das Thema Quote. Immobilienquote wurde stark ausgereizt in den letzten Jahren. Also können wir überhaupt noch über die Immobilienquote mehr machen? Was sind an Rückflüssen möglich? Das Schöne ist bei den Versorgungswerken im Vergleich zu den Versicherern, die wachsen oder viele wachsen noch organisch, also haben mehr Mittelzuflüsse als Abflüsse. Wobei ich auch mit Versicherern spreche und frage, naja, mit den höheren Zinsen kommt jetzt wieder die klassische Lebensversicherung zurück. Kleine Allianz kommt wieder mit mehr Policen, hat auch dadurch vielleicht, weil sie mehr Risikokapital hat, mehr Spielraum. Aber ich meine, die Runoff-Insurance-Companies, die wir sehen, wie Viridium als Beispiel oder...